begrüßen möchte ich an dieser Stelle auch den Hans-Friedrich Gubbert, den Veranstalter des Waldeck-Frankenberger Laufcups. Wir beginnen in circa 6 Minuten mit dem ersten Lauf. Das ist der Lauf der Schüler, Schülerinnen D, Jahrgang 2004-2005. Schülerin D9, sie startet für den SC Russel, startet gleichzeitig in der zweiten Mannschaft des SC Russel. Läuft Annalena Birkenhauer, ebenfalls Jahrgang 2005. Sie startet für die zweite Mannschaft, auch für SC Russel. Mit der 506 läuft Gina Birkenhauer. Schülerin B8, Jahrgang 2005, sie startet für die erste Mannschaft des SC Russel. Mit der 507 läuft Melina Wild. Rund 4 Minuten 20, mit der 514 kommt die Sophie Nagel, mit der 504 die Sina Lange, mit der 515 nähert sich dem Ziel die Lara Nagel, mit der 501 Niklas Bege. Jetzt überlasse ich das den Einzelnen die Reihe. Lass du was, ja, Sophie, Lara! Super! Für Triathlon-Frau für den Bad Arnholzen ist am Start mit der 27 Oliver Klausen. Mit der 28 Christian Larun. Er läuft den TSV Schwillinghausen. Mit der 27. Die ist gestartet für die SC für den TSV. Die Startnummer 131 ist als nächstes die Heike Weiß. Heike, sie war schick gemacht jetzt. Zweite Runde 234. Herzlichen Glückwunsch. Der drittschnellste Zeit. Noch ein kleines Präsent vom TSV. 23, 51, 89. Hier ist kein Verein verzeichnet, seine Zeit. Der Dr. Markus Schraub kommt ins Ziel als erster seiner. Erste Dame ins Ziel mit der Nummer 6, das ist die Beate Brede, TSV Korber. Mit der Nummer 11, Kerstin Demos von der Enge Eder. 47,03. Camelia Wege mit der 16. Die Koordination, wir haben unsere 10 Laufkappen bei den Notar. Seit der Zeit nehmen wir an der Waldeck-Frankenberger Laufkappserie teil. Sind sehr zufrieden. Teilnehmerzahl hätte etwas besser sein können. Wir liegen etwa bei 160 Startern insgesamt gesehen.
aber wir sind doch unterm Strich sehr zufrieden. Vor allem unsere eigene Organisation. Die Leute haben funktioniert, wir sind auch ein eingespieltes Team seit 10 Jahren und hoffen, dass wir die nächsten 10 Jahre auch noch viel zusammen sind.